Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Friedhöfe sind ganz besondere Orte. Sie sind Orte der Trauer, sie sind Orte, an denen wir an Verstorbene gedenken, sie sind Orte der Stille, sie sind religiöse Orte und ich finde, sie sind auch sehr friedliche Orte und ich gebe zu, ich bin sehr gerne auf Friedhöfen, denn sowohl aktuell genutzte als auch alte historische Friedhöfe erzählen uns ja ganz viele Geschichten. Geschichten über die Menschen, die hier bestattet wurden, aber auch über Veränderungen in der Gesellschaft. Und das gilt natürlich auch für jüdische Friedhöfe. Wer einen jüdischen Friedhof besucht, der kann ganz viel entdecken. Der sieht vielleicht auf einem Grabstein die Priesterhände der Kohanim oder die Levitenkanne oder das Schofar. Oder man sieht Abbildungen von Tieren, die ganz bildliche Hinweise auf den Namen der oder des Verstorbenen geben. Die Symbolik auf den Grabsteinen verrät uns schon auf einen Blick ganz viel über die Verstorbene oder den Verstorbenen. Die Inschriften, die Anzahl, die Anordnung von Gräbern, aber auch die Lage der Friedhöfe geben uns Auskunft nicht nur über die hier bestatteten Menschen, sondern auch über die Situation von Jüdinnen und Juden in einer nicht-jüdischen Mehrheitsgesellschaft im Verlaufe der Geschichte. Dass den jüdischen Gemeinden in der Vergangenheit oftmals Grundstücke angeboten wurden, die man für nichts anderes wirklich nutzen konnte, das sagt sehr viel über die Ausgrenzung durch die Mehrheitsgesellschaft aus. Seit mindestens 1700 Jahren gibt es jüdisches Leben in Deutschland. Und seit mindestens 1700 Jahren sorgen eben auch Jüdinnen und Juden dafür, dass ihre Angehörigen sehr würdig begraben werden. Das jüdische Religionsgesetz sieht die ewige Totenruhe vor. Und deshalb haben wir zum Teil in Deutschland eben auch sehr alte jüdische Friedhöfe. Diese alten, verwaisten Friedhöfe sind von einem unschätzbaren kulturellen Wert und auch eine unglaublich wertvolle historische Quelle. Und deshalb ist es wichtig, dass wir für den Erhalt dieser Friedhöfe sorgen. Die wechselhafte Geschichte von Jüdinnen und Juden in Deutschland ist geprägt von Verfolgung und Vertreibung. Jüdische Friedhöfe oder auch nur einzelne Grabsteine sind immer wieder geschändet worden. Und auch heute erleben wir das ja leider immer auch noch, dass jüdische Gräber geschändet werden. Die Vernichtungspolitik des NS-Regimes richtete sich sowohl gegen jüdische Menschen wie auch gegen jüdische Institutionen und dazu gehören eben auch die jüdischen Friedhöfe. Viele jüdische Friedhöfe sind in dieser Zeit unwiederbringlich zerstört worden und auch nach 1945, auch das finde ich wichtig, das hier auch zu sagen, auch nach 1945 sind auch in Nordrhein-Westfalen jüdische Friedhöfe noch vernichtet worden. Ich finde, dass daraus eine ganz besondere Verantwortung für uns erwächst. Die Verantwortung, die ewige Totenruhe der Verstorbenen zu gewährleisten. Die Verantwortung, jüdische Friedhöfe als historische Quelle mit einem unschätzbaren kulturellen Wert zu erhalten. Und jüdische Friedhöfe auch als wichtigen Bestandteil unserer Erinnerungskultur zu verstehen. Denn an manchen Orten, auch in Nordrhein-Westfalen, sind es eben nur noch die jüdischen Friedhöfe, die daran erinnern, dass hier einst jüdische Gemeinden waren und hier bestanden haben. Und deshalb finde ich, dass dieser Antrag ein wirklich wichtiges Signal ist, dass wir als demokratische Fraktionen dieser Verantwortung für die verwaisten jüdischen Friedhöfe nachkommen wollen. Es gibt die Kostenpauschale für die Pflege und Instandhaltung der verwaisten jüdischen Friedhöfe. Wir wissen, dass diese Pauschale nicht mehr auskömmlich ist. Und deshalb soll dieser Antrag der Landesregierung Rückenwind geben bei den Verhandlungen mit dem Bund, dass die Pauschale angehoben wird. Es ist ganz klar geregelt, dass Bund und Länder sich die Kostenpauschale hälftig teilen, dass sie sie hälftig tragen. Und wir wollen hier in Nordrhein-Westfalen, dass die Mittel für die Instandhaltung, für die Pflege der verwaisten jüdischen Friedhöfe wieder auskömmlich sind und ich hoffe sehr auch auf die Bereitschaft durch den Bund. Die verwaisten jüdischen Friedhöfe sind ein unschätzbares Kulturerbe, das wir hegen und pflegen müssen.
Wir tragen gemeinsam Verantwortung, Verantwortung für die Vergangenheit, aber auch Verantwortung für die Zukunft. Und deshalb bin ich sehr dankbar für diesen Antrag. Dankeschön.